So, ich grüße Sie. Hier ist wieder Axel Wolf von Die Maklerei Immobilienkultur aus Nürnberg. Heute wieder mal so unsere schöne Stadt Nürnberg. Und jetzt, wenn Sie sich wahrscheinlich denken, Mensch, der Herr Wolf, der sitzt hier irgendwo in einem tollen Schloss, in irgendeinem Gutshof, vor einem offenen Kamin. Nein, so ist es nicht. Ich sitze in dem Stadtteil St. Leonhard in einer sehr, sehr schönen Zwei-Zimmer-Wohnung. In einem Haus aus der, ja, ich würde mal sagen, um die Jahrhundertwende, also Gründerzeit, 1899, 1910, ist auch der Eingangsbereich ist sehr geprägt auch noch von Jugendstilelementen. Also das ist super schön, aber das werden Sie jetzt dann auch gleich sehen auf den Bildern und auf den Videoschnipseln, die nämlich jetzt dann gleich im Anschluss nach meinem kleinen Intro jetzt dann hier in den Video einfliegen werden. So, die Wohnung hat ungefähr so 65, 70 Quadratmeter, zwei Zimmer. Hat ein wunderschönes Wohnzimmer, wie man jetzt hier schon sieht, so richtig schön nach dem Süden, nach einer tollen Sonne rein, hier zu diesem schönen alten Kamin, der im Übrigen nicht mehr aktiv ist, aber man kann natürlich hier schön dekorieren mit Kerzen, jetzt gerade so im Winter, wenn es draußen kalt ist und man macht hier einen Adventskranz oder ein paar Kerzen hin, lässt sich das natürlich sehr, sehr schön machen. Okay, ein Wohnzimmer. Dann haben wir weiter hinter ein Schlafzimmer, was zum Hof rausgeht. Super ruhig, passt. Und da dazwischen haben wir ein innenliegendes Bad, also ein Bad ohne Fenster, aber dafür mit Badewanne und Dusche in der Kombination. Und man hat sogar Platz für eine Waschmaschine. Das heißt, die Waschmaschine müssen Sie nicht unbedingt in der Küche haben, sondern geht alles schön im Bad, kann man ordentlich die Wäsche aufhängen. Also schöne Geschichte. Apropos Küche. Ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Wohnküche, aber eine Küche, die ist etwas, ich sag mal, quadratisch praktisch gut, hat praktisch eine gewisse Tiefe und man könnte da sogar noch ein kleines Esstischchen oder einen Frühstückstisch stellen, sodass man den hier nicht im Wohnzimmer bräuchte. Also das ist ganz schön gelöst. Die Küche ist im Übrigen voll eingerichtet und es gibt sogar, ganz wichtig, liebe Männer, ihr braucht nicht abspülen, es gibt eine Spülmaschine. Also das ist eine schöne Geschichte. Es gibt natürlich einen Eisschrank, Kühlschrank, Ceran-Kochfeld ist übrigens neu von Siemens, passt. Okay, prima. Und ein kleines Highlight ist natürlich, dass wir eine extra Toilette mit Waschbecken haben. Das ist echt super praktisch. Und jetzt kommen die Bilder und jetzt lasse ich Ihnen ein paar Videoschnipsel mit einfliegen. Und dann bin ich gespannt, was Sie sagen. Und am Ende dieser Videos und der Bildschnipsel erzähle ich Ihnen nochmal ein kleines Special. Und jetzt dranbleiben, seien Sie gespannt. Jetzt geht's gleich los. Danke, die Axel Wolf von Die Maklerei Immobilienkultur aus Nürnberg. Danke, bis gleich. Tschüssi, Servus. So, und da bin ich auch schon wieder. Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Also das ist schon schön. Es ist zwar nicht überkantitelt und ist, also protzig ist es nicht. Es ist eher schlicht gehalten, aber es riecht gut, es ist sauber, prima, passt. Also für ein Single-Pärchen oder auch alleine, Single, allein, klar, gibt schon das Wort her, es ist eine schöne Geschichte. Okay, ich habe Ihnen Highlights versprochen. Also ein Highlight ist bestimmt dieser Boden hier, das haben Sie bestimmt auch auf den Bildern gesehen. Also das ist hier nicht irgendwie nur eine
Fliese aus dem Baumarkt. Nee, es ist tatsächlich ein echter, ich würde mal sagen, es ist ein Carrara-Marmor. Richtig schön. Sollte vielleicht auch mal etwas aufbereitet werden. Kann man vielleicht schöner putzen, ist auch in Ordnung. Aber der Boden ist einfach echt klasse. Thema noch vielleicht zur Lage. Hier haben Sie wirklich alles. Sie haben die U-Bahn da, ist direkt, ich würde mal sagen, 1,5 Minuten. Sie haben die großen Supermärkte da, Sie haben die Einkaufszentren, Sie haben Restaurants da. Dann was ganz, ganz Tolles, Sie fahren in, ich würde mal sagen, 4-5 Minuten, wenn Sie Fahrradfahrer sind, hier super schön in die Innenstadt rein. Also das ist ratzifatzi, das ist klasse. Und jetzt noch mal ein kleines Special für die Fahrradfahrer. Es gibt auch im Keller einen extra abschließbaren Fahrradraum. Das heißt, wenn Sie ein hochwertiges E-Bike haben oder sonst irgendwas Tolles einsperren, kann nichts passieren. Die Nachbarn hier im Haus, übrigens super nett, sind meist Eigentümer, also ein sehr gepflegtes Haus. Aber das haben Sie wahrscheinlich auch gerade auch schon in Bildern gesehen. So, jetzt sind wir eigentlich schon fertig und meine reizende Kollegin, die Lara Deilack, die hier freundlicherweise hinter mir assistiert, die ist schon gespannt auf die Besichtigungen und die freut sich dann auch mit Ihnen hier die Besichtigung zu machen. Also auch da kann ich jetzt schon viel, viel Spaß mit meiner jungen, charmanten Kollegin wünschen. So, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Axel Wolf, die Makler Immobilienkultur, heute aus Nürnberg, St. Leonhard. Danke, bis bald. Tschüss. Danke. Ciao.